Alter, wir haben noch Kuchen. Achtet jetzt einfach mal auf meinen Gesichtsausdruck. Es ist so traumhaft, wie ich dann realisiert habe, dass der wirklich gehittet hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, herzlich willkommen! LOL! Wow! Ja. Ich kann das erklären, Jungs. Warum zur Hölle habe ich einen Bandana auf? Ganz einfacher Grund. Ich hasse meine Riesenstirn. Und ich dachte so, yo, das ist die Idee. Damit ist das Problem behoben. Aber egal. Es sieht einfach viel besser aus als diese Riesenstirn. Oder? Wow, wir haben eine Lobby gefunden. Okay, zum Waterbottle Flip, okay? Das war zu der Zeit, wo Alberto hier war. Ich habe die Aufnahme heute erst wiedergefunden. Und ich dachte, ich lade es heute einfach mal ins Video mit rein, weil momentan ja der YouTube-Trend richtig, nein, nicht schon weg ist, aber ich denke, ein paar wollten immer noch meinen besten Waterbottle-Flip sehen. Yo, wahrscheinlich. Ich muss ehrlich mit euch sein, ne? Ich bin leicht demotiviert heute. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich eben schon... Oh Mann! Ganz einfach aus dem Grund, dass ich eben schon versucht habe, die ganze Zeit aufzunehmen. Das Problem war, das erste Match, was ich hatte, war richtig gut. Back, turn on, nein! What? Keiner kommt, keiner kommt. Oh, jetzt, nice. Und von hinten, kommt von hinten, hundertprozentig. Ja, Mann, nice. Und wieder von hinten. Natürlich, kommt, Jungs. Unten, unten. Ja. Schatten, Schatten aktivieren, Jungs. Nice, was geht ab? 52 Schuss aber nur noch. Drohne raushauen. Ich hoffe, mein Quer hier rief. Natürlich von hinten, Mann! Holy shit! Aber natürlich keinen einzigen bekommen. Ist natürlich mal wieder klar. So, nochmal zum Thema, warum ich mad bin. Und zwar hatte ich eben ein perfektes Frei für alle. 30-2 Endscore. Könnt sogar nachschauen irgendwo. Den hole ich mir auch nochmal kurz hier weg. Okay, das war nicht gerade der schlauste Spieler. Weste! 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 Oh mein Gott! Die Weste ist so overpowered, Jungs. Die Weste ist so overpowered. Drohne rausgehauen und gleichzeitig noch den Kill bekommen. Alter, was geht ab? Okay, jetzt bin ich nicht mehr so mad, weil das Game echt ganz gut abgeht. Schon fast besser als das andere Game, was ich aufgenommen hatte. Der hätte mich so weggeholt. Kreuzfeuer. Ich habe eigentlich viel mehr getan als er für den Kill. Aber sehr gut. Ich bin sogar froh, dass ich gerade gestorben bin, weil ich dann wieder meine Munition habe und ich mit der Waffe hier weiterspielen kann. Kommt von unten. Beide bekommen. Zur Piste wechseln und er kommt von hinten mit der fucking Claw. Trotzdem muss ich sagen, Infinite Warfare gefällt mir seit heute echt wieder mega krass. Es war meine dritte Runde jetzt. Und muss einfach sagen, ich gehe extrem ab. Die Spieler sind ultra schlecht, weil die ganzen guten Spieler wissen, dass Infinite Warfare eigentlich scheiße ist und das Spiel einfach nicht spielen, beziehungsweise denen noch nicht mal eine Chance mehr geben. Was extrem gut ist für uns, weil wir dann wesentlich mehr Spaß haben an dem Spiel. Den bekommen, da ist noch ein dritter. Kommt wieder zurück und der Backspawn ist immer hier. Immer. Ja. Und wollen uns natürlich alle hier wegholen. Ich habe zwar immer noch meine Killstreak, die ich extrem scheiße finde, aber ich habe momentan keine anderen. Ich habe den Namen doch eben gerade gesehen, oder? Keiner da. Kommt wieder zurück. Doch, 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 doch. Nice. Diese Versenger-Killstreak braucht einfach so lange, bis sie rauskommt. Das ist einfach so scheiße. Guck mal, jetzt drücke ich das. Ja, vielleicht mache ich jetzt echt noch die letzten zwei Kills da. Natürlich, natürlich. Auf jeden Fall war das Problem eben bei dem Gameplay, was ich aufgenommen hatte, dass ich das Gameplay zwar habe mit der Shadowplay-Aufnahme, aber meine Webcam nicht, also das, was ihr jetzt hier gerade seht. Das Problem ist gewesen, dass ich einen 144-Hertz-Monitor habe und der sich während der Aufnahme umgestellt hatte, weil ich aus dem Game rausgetappt bin, um die Studio-Aufnahme zu beenden. Das Problem ist, dabei freest sich Studio, was ein kleiner Bug ist. Das müsst ihr auch nochmal fixen. Und damit habe ich die Aufnahme leider nicht mehr, weil ich nicht mehr auf Aufnahme abbrechen hätte drücken können und jetzt habe ich nur eine kaputte Aufnahme, die man nicht mehr reparieren kann. Nur mal so als Nebeninfo. Hi. Ja. Ja, hast du vielleicht zwei Eier? Ich habe keine Eier. Tut mir leid. Das weiß ich. Okay, ciao. Was war das eigentlich schon wieder? Mann, Alter, ich werde von jedem fertig gemacht. Apropos YouTube-Trends, ne? Ich finde es echt nicht mehr so geil, dass die Persönlichkeit eines YouTubers nicht mehr im Vordergrund steht. Muss ich ehrlich mal gestehen, irgendwie sind in den ganzen Trends nur noch diese Top-10-Videos, irgendwelche Videos, die man auf Masse produzieren kann, aber nicht mehr die Person an sich. Und genau darüber hat PewDiePie und auch Savage gestern ein gutes Video reingehauen. Reingehauen, auf YouTube wahrscheinlich. Schön in YouTube reingehauen. Ich bitte euch einfach mal das Video von Savage anzuschauen, das verlinke ich mal ganz oben in der Videobeschreibung. Nicht nur, dass er ein guter Kumpel von mir ist, sondern das Video spiegelt einfach die komplette YouTube-Wahrheit mal wieder. Wie das momentan aussieht, das springt hier gleich hoch. Ne, bleibt unten. Ich muss mich gleich noch um eine richtige Waffe kümmern. Der hat eine Snipe, die nehme ich mal nicht. Hinter mir ist noch einer. Ich höre ihn doch, Mann. Sorry, Fedor. Okay.
Warden bereit? Alter, ich stehe schon 9-0. Das Problem ist gleich, ich habe keine Munition mehr, weil ich mich mit diesen COD-Points nicht Plünderer gekauft habe, sondern Totenstelle. Weil ich Totenstelle einfach viel besser finde. What the fuck? Ist er hier noch? Ist hier noch einer? Hat er eine Waffe gedroppt? Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass das eine Shotgun ist! What the fuck? Ich wusste halt echt nicht, dass das eine Shotgun ist. Man, jetzt sehe ich schon wieder so dumm aus, wahrscheinlich im Video. Ich sehe schon, wenn ich schneide und mir diesen Tod reinziehe. Oh mein Gott. So, jetzt setze ich meine schöne Rüstung ein, die sowieso sowas von overpowered ist. Hinter mir! Ich den jetzt noch bekommen. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von allen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen und so weiter. Aber die meisten kriegen halt ehrlich nicht mehr die Aufrufe, die sie eigentlich verdient haben. Beziehungsweise haben überhaupt gar keine Chance mehr, weil YouTube auch irgendwie Abonnenten löscht einfach, was totaler Schwachsinn ist. Der neue YouTube-Algorithmus ist auf jeden Fall so aufgebaut, dass ihr Channel deabonniert, die ihr eigentlich gar nicht mehr so weit verfolgt. Und das Witzige ist, Seville hat mich deabonniert gehabt, obwohl er mich nie gedeabonniert hatte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das heißt, YouTube ist hingegangen und gemeint, yo, du verfolgst Isle of Cookies ja überhaupt nicht mehr. Wir deabonnieren jetzt Isle of Cookies über deinen Kanal. Und ich weiß ja bei Seville, dass es nicht so ist, dass er mich jeden Tag eigentlich schaut, beziehungsweise jedes Video anschaut, weil ich so ihm sogar die YouTube-Links schicke. Das heißt, ich kann sogar sehr, sehr, sehr sicher sein, dass er meine Videos geschaut hat. Und YouTube deabonniert ihn einfach trotzdem auf meinem Kanal so. Was soll die Scheiße? Wenn ihr auch mein Social Blade anschaut, ich habe noch nie so viele Deabos bekommen. Kann natürlich auch mit dem Video zusammenhängen, was ich gegen Monster gemacht habe. Da kam gestern nämlich auch noch eine große Hate-Welle auf, weil er es im Stream erwähnt hatte und so weiter. Oh, gar nicht gemerkt, dass ich nicht Tschüss gesagt habe im Video. Egal, falls ihr noch dran bleibt, schreibt mal okay krass einfach in die Comments. Ich will mal sehen, wer noch so am Ende noch bis dran mit ihm noch. Egal, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, 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 ciao.